Moin, ihr Karamellbonbons. In der heutigen Episode von The Next Big Thing sprechen wir über Davide Fratesi, den Mittelfeldmotor von Sassuolo Calcio. Bevor es losgeht, lass gerne ein kostenloses Abo und ein Like auf dem Video da, um den Kanal zu unterstützen. Es kostet dich nur ein paar Sekunden, würde aber echt weiterhelfen. Vielen Dank und viel Spaß mit dem Video. Davide Fratesi wurde am 22. September 1999 in Rom geboren. Bereits mit 7 Jahren wurde Lazio auf ihn aufmerksam, für die er bis 2014 in Jugendmannschaften spielte. Von dort aus ging es weiter zum Lokalrivalen, der AS Roma, ehe der damals 17-Jährige von Sassuolo Calcio verpflichtet wurde. Er gab sein Profidebüt am 20. Dezember 2017 bei einer 2:1 Niederlage in der Coppa Italia gegen Atalanta. Dies blieb vorerst sein einziger Einsatz für Sassuolo, denn im Sommer 2018 wurde Fratesi zum Serie B-Club Ascoli verliehen. Dort sollte er wichtige Spielzeit sammeln, und das tat er. Insgesamt machte er 33 Spiele, in denen er 2 Assists verbuchen konnte. Das reichte zwar noch nicht für die Ansprüche, die man bei Sassuolo hatte, aber ein wichtiger Grundstein war definitiv gelegt. Zur Saison 2019-2020 ging es wieder per Leihe in die Serie B, diesmal zu Empoli, und in der Saison kam sein Talent schon etwas mehr zum Vorschein. 41 Spiele, 5 Tore, 4 Vorlagen. Eine starke Bilanz für einen zentralen Mittelfeldspieler. Dennoch folgte eine weitere Leihe für den jungen Italiener. Diesmal zu Berlusconi-Club Monza. Und hier hat er dann endgültig zeigen können, dass er mehr als bereit für die Serie A ist. 8 Tore und 2 Vorlagen in 41 Spielen. Er machte mit seiner spielerischen Brillanz auf sich aufmerksam in der Serie B. Und in dieser Saison, also der aktuellen, darf sich Fratesi nach dem Abgang von Manuel Locatelli zu Juventus endlich auch bei Sassuolo beweisen. Und das tut er. Er hat es geschafft, ganz, ganz schnell zu einem Schlüsselspieler und einem wichtigen Eckpfeiler in der Mannschaft von Sassuolo zu werden. In dieser Saison konnte er bereits 4 Tore und 1 Assist verbuchen. In 18 Spielen. Nur die Hinrunde. Und das von der 6 aus. Er spielt dort im defensiven Mittelfeld. Das ist einfach nur bombastisch. Doch was macht Davide Fratesi so gut? Wie man an seinen Zahlen sehen kann, ist er für einen Sechser absolut torgefährlich. Er versucht das Spiel immer in die Offensive zu lenken und ist generell ziemlich offensiv denkend. Er hat dazu eine richtig gute Technik, ist absolut gut im Passspiel, aber dennoch hat er eine wichtige Fähigkeit defensiv. Er kann Bälle zurückerobern. Er ist wie so ein Pitbull in seinen Zweikämpfen. Einfach Wahnsinn. Der Junge ist wirklich fantastisch. Und wenn er weiter hart arbeitet, kann er ein ganz, ganz großer werden, denn Davide Fratesi ist the next big thing. Und damit verabschiede ich mich auch für heute von euch. Schreibt gerne eure Meinung zu Davide Fratesi in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Haltet die Ohren steif und ciao, ciao.